Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, willkommen zurück aus Österreich, aber besser gesagt vom 1860 München Projekt, wo wir momentan im Trainingslager in Österreich sind. Wir gucken weiter nach Verstärkung für die Mannschaft, das ist auch der letzte Tag sogar. Danach geht es schon ins Rückrunden-Derby gegen Bayern 2. Und wir haben einiges vor, wir brauchen halt noch einen Rechtsaußen. Ich habe ja erst gedacht, vielleicht. Brewster ist wieder fit. Den kann man wieder nehmen. Wir brauchen aber auf jeden Fall noch einen Ersatzstürmer, da wir mit Klose nicht wirklich arbeiten können. Es ist halt wirklich Wunschdenken, aber ich denke nicht, dass er sich da wirklich lange durchsetzen wird. Und für Rechtsaußen haben wir auch keinen richtigen Ersatz. Wir haben natürlich jetzt in der Jugendmannschaft hier einen Top-Transfer gekriegt in der B-Jugend. Daneben Asmundo Jakobsen haben wir noch unseren Rechtsaußen hier, Bugarkic. Da aus Slowakei, Serbien, oh mein Gott. Ich sollte Nationalitäten nicht bei Trimax lernen, also Nationalländerflaggen. So, gucken wir auf jeden Fall weiter. Wir scouten, habe ich gesehen. Wir scouten eigentlich, ne? So, wen haben wir da? Wir haben da einmal Kevin Duric. Scoutbericht. Das wird wahrscheinlich nichts. Ja, wird wahrscheinlich nichts. Dann haben wir. Wen haben wir noch hier auf der Scout-Liste der 1000 Möglichkeiten? Busetto von Watford. 27. Passt in das Ibe-Konzept. Und ist günstig zu haben, weil sein Vertrag ausläuft. Sein Vertrag läuft gar nicht aus. Er geht noch über ein Jahr. Komm, gehen wir rein mit 280.000. Nehmen sie bestimmt an. Könnte ich sogar nach links außen benutzen. Wie sieht denn so? Sieht auch alles ziemlich nice aus von seinen Daten her. Dann, Stürmer. Stürmer für die Zukunft. Stürmer für die Zukunft. So. Ich muss hier erstmal hochmachen. So, 68er. Nur realistische Transfers. Wir wollen ja nichts falsch machen, ne? Dann haben wir einfach Ali Akman vom Eintracht Frankfurt. Der junge Türke. Könnte Fahrradkette. Wenn ich ein Leihangebot mache, in der Kaufoption. Okay. Ja. So, wir gehen hier auf 500.000 und dann brauchen wir 4,7 Millionen. Hätte was. Da hätten wir unseren türkischen Sturm vorne. Aktuell. Nächstes Jahr könnte man gucken, ob man den kauft, wenn er sich durchsetzt natürlich. Und er kostet auch nicht zu viel Gehalt. Er kostet auch nicht zu viel Gehalt. Sonst würde ich vielleicht sogar auf ihn hier gehen. Saisonende. Einfach mal schauen. Ich würde ja sagen, okay, ich will unbedingt zu dir gehen. Ist schon okay, du weißt voll gerne. Sagt er vielleicht. Ich kann ja hier mal ein Angebot ändern, verhandeln. Du wirst in der Regel spielen. Würdest sogar 600.000 kriegen. Ich will dich für 4 Jahre. Das würde wegfallen. Aber hier würdest du 6% kriegen. Dann würdest du sogar 140.000 kriegen. Wenn du nächstes Jahr kommst. Versuchen wir es mal so. Dann haben wir unseren Sturm. Nächstes Jahr schon mal fest. Unseren neuen jungen Sturm. Dann haben wir Ogbonko noch hier von Bologna. Da läuft der Vertrag aus auch. Aber da müssen wir nach den auslaufenden Verträgen. Auslaufenden Verträgen müssen wir nochmal am Ende des Jahres gucken. Ein neuer Rechtsverteidiger wäre mir auch lieber. Da haben wir halt Scali, Arrigoni als Option. Dann von Sassuolo Sanicola. Ein Italiener. Vom Geld her ist er nicht zu teuer. Könnte interessant sein. Aber muss nicht unbedingt vielversprechend sein wie der Rest. Also der jüngste wäre Scully von Gladbach, ne? Aber dann können wir auch auf die anderen hier setzen.
Da können wir auch einfach auf die anderen hier setzen und einfach abwarten. Einfach abwarten. Damit wäre Ali Akman schon da. Das ist schon mal perfekt. Den kann man dann noch direkt einweisen. Erstmal hier. Hallo, herzlich willkommen im Team. Ich hoffe, du wirst hier glücklich. Und ja, dann kann man ihn wahrscheinlich gleich schon gegen Bayern Zweite bringen. Könnte interessant werden, der junge Spieler. Wenn man für 4,7 Millionen ihn noch verpflichtet, er hat 3,1 Millionen jetzt Marktwert, hat uns 600.000 gekostet, 1,4 Millionen haben wir noch. Da könnten wir wirklich eventuell noch in was investieren, was so rechtsverteidigermäßig ansteht, was so auf dem Transfermarkt ist. Aber da sieht auch nichts wirklich besonders aus, ne? Also das ist nicht irgendwie etwas, wo ich sage, da muss ich jetzt einsteigen bei. Das ist das Problem. Ansgar Knauf will nicht, Kaki hier wäre noch für die Linksaußen, aber das ist eine Laie und ja, ja, ist halt eine Laie, aber das wäre für Rechtsaußen. Für Rechtsaußen plane ich gerade was anderes, ne? Oh, plan ich? Oh ja, Puzzetto da. Bin ich ja auch momentan bei. Und wir brauchen noch einen Innenverteidiger. Okay, und eigentlich nicht. Eigentlich bin ich mit Hilliard Arce als zufrieden als Backup. Und dann haben wir auch noch einen Sobotic, der weg ist. Steinhardt ist ja auch noch da. Und Bartraoré, die müssen sich halt kämpfen. Und wir müssen nächstes Jahr in der zweiten Liga, wo wir dann ein bisschen besser dastehen mit allen, müssen wir halt schauen. Da haben wir auch bestimmt eine höhere nationale und internationale Prestige. Und dann können wir den Verein hier weiter voranbringen. Und ihn vielleicht zu der ersten Meisterschaft 1966 führen. Ah, oder den ersten Pokalsieg. Das sind unsere Ziele. Natürlich ist das große Ziel von uns das hier, aber das ist ja bei jedem das große Ziel. Also wir gehen erstmal weiter. Damit sind wir beim Derby, aber vorher das Münchner Derby. Ich muss es erstmal besser ankündigen. Hiermit sind wir beim Münchner Derby angekommen. Ja, ist zwar nur die zweite von Bayern, aber es ist immer noch Bayern und wir sind die wahren Münchner. Besser angekündigt, ich hoffe es. So. Dann haben wir auch das Topspiel in der ersten Liga. Erster gegen Zweiter, momentan 8 Punkte Abstand und das wollen wir natürlich weiter ausbauen. Ali Akman ist da, der Spieler von Inter Mailand hat den Wechsel abgelehnt, der will nicht zu uns wechseln, aber ja, passiert, ne? Ist mir auch relativ eigentlich, wenn das so ist. Ich habe eigentlich sowieso vor, nächstes Jahr zu versuchen, Jalzin zu verpflichten. Fest zu verpflichten, dass ich dann wahrscheinlich mein Geld darin investiere, weil er ein wichtiger Spieler für meine Mannschaft ist und mit Akman hier wirklich sie gut kommunizieren kann, denke ich. Aber wir gehen jetzt erstmal rein in unser Spiel und Akman gibt auch direkt sein Debüt neben Yalcin. Ich hoffe natürlich das Beste. Wir gehen rein in unser Derby. Diesmal wollen wir gewinnen. Hinspiel war 1-1. Wir wollen gewinnen gegen diese Mannschaft. Gebt euer Bestes, wir werden nicht verlieren. So, wir geben unser Bestes, mehr kann ich nicht sagen. So, Anpfiff, erste Mannschaft. So, natürlich geht der erste Angriff an Bayern, zweite. Fehlpass von Bogarde. Richards kommt an den Ball, bedient Aydin in der Mitte, der dreht sich. Ringt bis zur Strafraumlinie vor. Legt zurück auf Richards. Und der, ach, ein AC16-Akteur klärt in letzter Sekunde zur Ecke. Also von Anfang an hier Konzentration. Lasst euch jetzt nicht an die Wand spielen, ne? Was ist das? Sechste Minute. Wir sind jetzt voll konzentriert. Das ist schon mal sehr gut. Aber bis jetzt immer noch kein Angriff von uns. Das heißt, wir gehen jetzt mal drauf. Nico Linse ist der Schiedsrichter. Er ist ein Feigling. Steht da, ist sein Ruf zumindest. Wir kriegen unseren ersten guten Angriff. Ein schlechter Weiterball von Wüthra. Den keinen Mitspieler mehr erlaufen kann. Das ist unser erster guter Angriff. Läuft perfekt. Wüthra. Konzentration ist da, wie schon gesagt. Joaquin lässt Sanicic mit einer Finte links im Strafraum aussteigen und hält drauf. Der Ball prallt vom Außenpfosten zurück. Bitter. Bitter, wäre schön gewesen. Beide Teams stehen sehr kompakt. Da ist kaum ein Durchkommen. Hier ist nochmal ein guter. Ferrai zieht von links Richtung Mitte. Setzt Joaquin, der allerdings knapp im Abseits steht, perfekt in Szene. Der umkurvt Torwart Balles und schiebt den Ball schließlich ins leere Tor. Und es zählt, es zählt. Der Schiri hat es nicht gesehen. Es gibt kein Video Assassin's Creed in Fußballmanager. Und wir haben unsere 1-0-Führung gegen die
Roten. Gegen die Rothosen. Obwohl, das wäre Hamburg, ne? Gegen die Lederhosen. Das wären wir auch. Das passt nicht. Gegen die Bauern. So. Hoch kommt der Ball auf den Elfmeterpunkt. Doch, Keller klebt da nicht wie manche andere auf der Linie, sondern stürmt heraus und schnappt sich das Leder. So, wir gehen weiter drauf, obwohl er uns schon bereits ein Auge hat. Aber wir wollen hier nichts anbrennen lassen. Aydin schnappt sich den Ball von Wüthra und zieht aus 20 Metern fulminant ab, Zentimeter über die Latte. Glück gehabt. Glück gehabt, was das angeht. Guter Angriff von Bayern Münchens Zweite. Batista Meier ist da viel zu unkonzentriert. Sein schwacher Schuss geht klar am Tor vorbei. Ja, wir werden hier langsam ein bisschen depiert. Jetzt Jalzin setzt im 16er gut gegen Richards durch, legt dann zurück auf Akman. Dieser ist aber einen kleinen Tick zu spät, ja. Ist ein erstes Spiel für uns, ne? Den darf man das nicht zu übel nehmen, aber trotzdem, ich glaube, die türkische Connection könnte funktionieren dieses Jahr. Bayerns München 2 muss der letzte Ab raus. Oh, den habe ich ja auch gar nicht mehr im Kopf gehabt. Peter Ab. Läuft hart bei dir. Eins der großen deutschen Stürmertalente. Hoffentlich wird er das irgendwann mal noch beweisen, aber ich denke, die Zeit ist großartig abgelaufen mit seinem Wechsel zu Bayern. Hätte bei Hamburg bleiben sollen, hätte er in der zweiten Liga, mache es sicher Erfahrung gekriegt. Jetzt Goebbels, zirkelt das Leder in die Mitte. Lang steigt hoch, kopft schulmäßig. Doch Balles taucht ab und begräbt den Ball unter sich. Benjamin Balles, auch ein geiler Name für einen Keeper. Eine Minute Nachspielzeit, gehen wir mit der Führung in die Halbzeit oder kriegen wir noch die ein oder andere Chance? Ja, wir kriegen noch eine Chance. Eine kleine. Göbel. Erste Ecke in diesem Spiel von uns. Göbel bringt das Leder in den Strafraum zu Akman. Der den Ball platziert in die linke Ecke köpft. Erstes Spiel. Erstes Tor. Eckenkopfballtor von Akman. Perfekt. Ali Akman mit dem 2:0 für uns gegen die Bayern. Und damit gehen wir in die Halbzeit, ja. Kommt, dann lass mich auch in die Halbzeit und zeig mir nicht hier irgendeinen Dreck, den ich nicht sehen will. So, Assistent, Halbzeitansprache. So haben wir uns das vorgestellt natürlich. Wir sind von den Chancen 6:4 Chancen. Es ist ein ausgeglichenes Spiel, aber wir wollen noch mehr. Wir wollen noch mehr. Alle Spieler wärmen sich auf. Es geht direkt wieder mit einem Angriff von uns los. Ein guter Angriff. Joaquin zieht von rechts Richtung Mitte. Setzt Akman, der allerdings knapp in Abseits steht. Perfekt in Szene. Akman umkurvt. Torwart Balles. Und schiebt den Ball schließlich ins leere Tor. Das ist wieder so ein Tor. Wir machen einfach wieder so ein Tor. Zweimal ein Abseits-Tor. Bitter für Bayern. Für Bayern 2. Aber ja, was soll ich sagen, ne? Sehr gut für uns. Die Spieler von 1860 München sind jetzt voll konzentriert. Das glaube ich. 1860 München kontert, aber zu umständlich. Ferrai schießt weit am Kasten vorbei. So, jetzt Jalzin sieht, dass Balles etwas zu weit vor seinem Tor steht. Er schaut kurz und hebt den Ball dann über den verdunsten Torhüter genau unter die Latte. Also es läuft momentan einfach alles. Es läuft einfach alles. Andersen setzt sich dagegen, Bogarde durch. Jetzt kommen die Bayern nochmal, spielt steil auf Batista Meier. Keller hat aufgepasst und klärt vor den Angreifer der Bayern. So, wir wechseln einmal. Joaquin Bennis kommt rein. Finn Bogason kommt für Akman, der ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Ich glaube sogar Doppelpack, wenn ich mich richtig gesehen habe. Und Hiliard Asse kommt rein für Niklas Lang, der ein bisschen Frische braucht. Und damit haben wir unsere drei Wechsel durch. Und die schaffen das schon. Die schaffen das schon. Oh mein Gott, ich klinge wie Thomas die Lokomotive. Ich schaff das schon. Ich schaff das schon. Tüt, tüt. Meine Güte. So, Bennett, Asse und Finn Bogason. Geht drauf auf jeden Fall nochmal. Wir wollen unsere Tordifferenz weiter aufbauen. Und wir wollen uns hier nicht ausruhen. Das ist ein Derby und wir wollen sie demontieren. Wir wollen sie vorführen. Jetzt kommt der Angriff. Ein guter. Flanke von Finn Bogason. Vita lenkt diesen zunächst an die Latte. Dann vereitelt Balles den Nachschuss von Wüthra. Ah, wäre schön gewesen. Ja, Akman mit dem Doppelpack. Sehr gut. Jetzt wechseln die Bayern auch nochmal.
So, wir gehen noch mal drauf, die letzten Minuten. 16 Minuten sind noch zu spielen. Ja, wenn man die Körpersprache der Münchner hier sieht, weiß man, dass es um die Mannschaft heute schlecht steht. Welche Münchner? Der liebt nicht, der die Feder der Geliebten nicht für Tugenden hält. Trotzdem jetzt Pfiffe gegen die Gastgeber. Bin ich immer für. Ecke von rechts, die zweite von Bayern in diesem Spiel. Batista Meier für San Yang, aber er ist zu überrascht und kann seinen Schuss nicht richtig platzieren. Der geht etwa 2 Meter am Tor vorbei. Hier ist nochmal wir. Sololauf von Ferrei durch die Bayern-Abwehr. Richards kann zunächst klären. Doch der Ball kommt wieder zu Ferrei, der nicht lange fackelt und zum 0-5 trifft. Perfekt. Ogada hat sich offenbar verletzt und muss das Spielfeld verlassen. Bitter. Bitter, bitter, bitter. Ich hoffe, dass jetzt kein Gegentor mehr fällt. Aber es sieht nochmal, jetzt kommt der Angriff von Bayern. Sovorek setzt San Yang mit einem hohen Ball aus dem Mittelfeld ein. Der Stürmer von Bayern München wird abgedrängt. Versuch eines Querpasses. Aber diese landet genau bei Hilliard Arce. Perfekt. Es geht weiter. Wir kriegen nochmal eine Chance. Stanisic geht bei einer Flanke von S-Fein auf Nummer sicher und klärt per Kopf zur Ecke. Und die Ecke kommt jetzt. Das ist unsere zweite in dem Spiel. Ferrei. Eine Ecke war, glaube ich, schon ein Tor. Richards mit einer etwas zu kurzen Abwehr. Den Bogason versucht es aus der Drehung. Sein Schuss ist zu schwach. Und eine leichte Beute für Balles. Er ist nochmal Bayern. Freistoßflanke von Batista Meier. San Yang spritzt am 5-Meter-Eck an den Ball. Spitzelt ihn Keller durch die Beine hindurch. Ins Tor. Da kassieren wir noch das 1-5. Den Ehrentreffer kriegen sie noch. Den Ehrentreffer kriegen sie noch. Wir haben seit 274 Minuten mal wieder ein Tor kassiert. Sehr bitter. Sehr, sehr bitter. Aber 5-1 Sieg im Derby. Unterschreibe ich. Unterschreibe ich. So, da ist der Schlusspfiff. Und wir gucken uns das einfach mal an. 6-11 Chancen. Wir haben klar dominiert nach der zweiten Halbzeit. Einfach 5-1. Ackmann, Yalcin und Ferrei. Wunderschön. Wunderschön. So, dann gucken wir uns mal die anderen Ergebnisse an, wen Wiesbaden unterliegt. Dynamo BFC Dynamo mit 0-1. Kaiserslautern spielt 0-1 gegen Meppen. Rot-Weiß Essen 2-1 gegen Dynamo Dresden. Offenheim 2-1 gegen Freiburg. Bayern München 2-1-5 gegen uns. Zwickau 3-3 gegen Würzburger Kickers. Magdeburg 3-0 gegen Waldhof Mannheim. Saarbrücken 2-2 gegen Viktoria Köln. Jahn Regensburg 3-1 gegen Halle Schaff C. Türkische München 0-0 gegen Borussia Dortmund 2. Von der Tabelle her, Bayern bleibt Zweiter, aber wir sind jetzt 11 Punkte vor dem Zweiten. 11 Punkte vor dem Zweiten und vor dem Dritten. Und das sind beides zweite Mannschaften. Und wir sind dann aktuell nicht nur 11 Punkte, sondern 15 Punkte vor den vierten, der Nicht-Aufstiegsplatz. Sagen wir mal, der zweite Platz, so gesehen. Und wir sind 18 Punkte vor dem Nicht-Aufstiegsplatz. Platz 5 wäre Relegation aktuell. Und Platz 6 wäre nicht. Aber wir sind 18 Punkte. Wir müssen schon hart die Linie verlieren, um das noch zu verkacken. Spieltagsstatistik. Wir gucken mal. Von uns ist niemand drin. Ist ein Wunder, finde ich persönlich. Nach einer 5-1-Demontage gegen die Gastgeber da. Aber Spieler des Tages ist Dustin Wilms. GG auf jeden Fall. Mit dem Muskelfaserriss macht Bugade natürlich ein hartes Loch bei uns. Aber Hilliard Arce ist in Form. Hilliard Arce durfte wegen lang früh rein. Und ist natürlich dann perfekt in Form. Also ich kann mich nicht beschweren. Also hier ist eigentlich alles perfekt. Also dieser Mannschaft läuft jetzt gerade einfach alles perfekt. So, ich habe auf jeden Fall die Scouts bearbeitet. Er macht Alessandro Schulz von Hansa Rostock. Er macht Arne Engels. Er scoutet insgesamt 4 Rechtsaußenspieler. Die müssen wir auf jeden Fall noch gucken. Ich werde aber jetzt erstmal in das Spiel gegen Kaiserslautern reingehen. Und wir wollen auch hier wieder gewinnen. Und hoffen wir einfach das Beste, wieder am besten ohne Gegentor, weil das Gegentor hat mich schon ein bisschen gewurmt am Ende, aber mit einem Mann weniger passiert das natürlich. So, dann gehen wir rein in das Spiel. So, Anpfiff erste Halbzeit, der Ball ist freigegeben
Und das Team von Marco Antwerpen, ja, natürlich leider nicht mehr. Also, was heißt leider nicht mehr? Eigentlich ist mir die Mannschaft relativ, wenn man es so sieht, Vitra aus 22 Metern, aber er trifft nur den Pfosten des Roten Teufels, Carsten. Okay, aber wir sind schon mal heiß. Wir sind heiß. Jetzt kommt Kaiserslautern. Redondo klaut das Leder von Hilliard Arce, läuft allein in Richtung Tor, zieht aus ca. 12 Metern halbrechter Position ab. Sein Schuss streift noch die Unterkante der Latte. Er am Netz zappelt. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Der muss einfach nur schießen und der Ball ist drin. Verwirrung im Strafraum von Kaiserslautern. Ja, okay, das kennt man. Keiner schickt den Ball weg. Am Ende schnappt sich Jalz in die Kugel, aber scheitert am Keeper. Kretschmer ist zur Stelle. Kretschmer? Ist Kretschmer nicht der Ex von uns? Ist er nicht der Ex von uns? Jetzt Akmal ist da viel zu unkonzentriert. Sein schwacher Schuss geht am Tor vorbei. So, das geht so auf jeden Fall nicht. Wir dürfen hier nicht jetzt schon direkt hinten liegen. Wir müssen da ein bisschen mehr machen. Und jetzt gehen wir mal drauf gegen Ende. Wir spielen auf jeden Fall seit der 15. mit Abseitsfalle anscheinend. Okay, das ganze Spiel spielen wir mit Abseitsfalle. Ich habe die Taktik ja selbst eingestellt. Hier ist Hektik. Nach dem Schuss von Joaquin war der Ball angeblich hinter der Linie. Jetzt Wörl konsultiert seinen Assistenten und gibt das Tor. Korrekte Entscheidung. Da ist der Ausgleich. Da ist der Ausgleich. Joaquin mit seinem vierten Saisontor. Wichtig. Für 10 Sekunden sind hier zwei Bälle im Spiel. Und beide wird ernsthaft gekämpft. So, was passiert? Passiert hier noch irgendwas? Jetzt nochmal ein Angriff von uns. Schöner Steilpass von Joaquin, aber der schießt viel zu früh und trifft den Ball nicht richtig. Wir gehen weiter drauf. Weit vorbei und vollkommen harmlos. Am besten noch mit der Führung in die Halbzeit gehen. Nochmal eine gute Chance. Sololauf von Joaquin. Der ist heiß anscheinend. Gleich drei Pelzer müssen da zusammenkommen, um stoppen ihn und klären zur Ecke. So, die Ecke kommt von Göbel. Ackmann und Göbel hat schon mal gepasst. Die Ecke ist aber kein Problem für Kretschmer. Bitter. Er kommt da heraus und schnappt sich das Leder. Joaquin versucht auf links durchzukommen, doch Zimmer läuft ihn den Ball ab. Joaquin ist heiß, ne? Er ist wirklich heiß in diesem Game. Das sieht man. Und jetzt, kurz nachdem unser Ding durch ist, Benatelli mit einem schönen Pass in die Mitte auf Möschel. Der dreht sich und wird zurückgepfiffen, Gott sei Dank. Gott sei gedankt in unserem Fall. So, nochmal eine gute Chance von uns. Zimmer wird von Joaquin ganz einfach ausgedribbelt. Sieht den mitgelaufenen Ackmann. Also der sieht den Ackmann. Die Flanke kommt auf den Langpfosten. Ackmann naht heran. Kommt frei zum Kopfball. Aber setzt den Ball knapp neben das Tor. Ah. Er ist jung. Also, ja. Er ist jung. Wenigstens gehen wir nicht mit einem Rückstand in die Halbzeit. So. Spielergespräche. Ja, das könnt ihr ruhig machen. Halbzeitansprache. Los, jetzt zeigt es ihnen. Es zieht 2:12 Chancen. Also wir sind klar die bessere Mannschaft. Und das will ich jetzt auch in der zweiten Halbzeit sehen. Alle machen sich warm. Ecke von rechts fängt direkt gut an. Kretschmer fliegt am Ball vorbei. Joaquin ist zu überrascht. Und sein Kopf war klar über das Tor, ja. Schade. Jetzt nochmal. Gute Chance. Vydra nutzt einen Stockfehler von Neustädter. Steht frei vor Kretschmer. Er will zurücklegen auf den wartenden S-Wein. Aber Wallner rettet im letzten Moment zur Ecke. Bitter. Steht frei vor Kretschmer. Warum schießt du nicht? Ecke von links. Göbel, dritte in diesem Spiel von uns. Jalzin kommt bedrängt von Wallner zum Kopfball. Verfehlt das Tor aber gleich um einige Meter. Ja, wir machen weiter Druck. Göbel zirkelt das Leder in die Mitte. Ackmann steigt hoch. Kopft schulmäßig. Doch Kretschmer taucht ab und begräbt den Ball unter sich. Kretschmer, ja, musst du ausgerechnet gegen uns das beste Spiel deiner Karriere machen? Wie immer. Aufstellung, 59. S-Wein. Ich kann niemanden für S-Wein bringen. Das ist die Kacke. Wen kann ich da bringen? S-Wein ist nicht im Game. Joaquin kann ich da bringen. Ja, dann bringen wir Bennett nochmal rein. Hilliard Arce ist nicht im Game. Kann ich jetzt einen Subotic da einfach reinhauen? Das ist die Frage.
Ja, und jetzt kann ich nicht mehr wechseln. Jetzt kann ich nicht mehr wechseln. So. Geht drauf. Sobotisch, du kriegst das noch hin irgendwie. Michael Wörl, der Schiri, habe ich auch vergessen zu erwähnen. Ist auch ein Feigling. Wir kriegen momentan nur Feiglinge. Das Stadion ist ausverkauft. Ja, danke dafür. An alle Fans, Kuss geht raus. Irgendwann will ich auch 15.000 Zuschauer haben bei meinen Videos hier. Wäre cool. Joaquin legt den Ball in der Mitte auf für Ferrei. Er zieht Freistoß an der Strafraumgrenze ab. Versenkt den Ball unhaltbar im linken unteren Eck. Also jetzt nochmal in Ruhe. Joaquin legt den Ball aus der Mitte gut ab für den auf der rechten Seite durchgebrochenen Emanuel Ferrei. Der zieht freistehend an der Strafraumgrenze ab und versenkt den Ball unhaltbar im linken unteren Eck. Und macht damit unsere Führung klar. Den Bogason kommt nochmal für Jalzin rein jetzt in den letzten Minuten. Vielleicht kann er nochmal ein bisschen Erfahrung das Ding hier klar machen. Ich hoffe es natürlich. Ein Balljäger steht plötzlich im Mittelpunkt des Geschehens. Er rückt den Ball nicht raus und verzögert das Spiel. Los geht raus. Nächstes Spiel kriegst du ein Trikot. Oder am Ende des Spiels kriegst du ein Trikot von einem Spieler deiner Wahl. Asozial wie sonst was. Verstehe ich auch. Ich meine, okay, die wollen einfach, dass ihre Mannschaft gewinnt, ne? Aber das ist das Asozialste überhaupt. Auch damals bei der WM, glaube ich, mit Hart, wie er den angeschrien hat, weil er den Ball nicht gekriegt hat. Hat er bestimmt Tipico-Schein abgegeben. So. Passiert hier noch was gegen Ende? Wir gehen weiter drauf. Wechseln können wir nicht mehr. 84. Ja, Redondo hat sich anscheinend verletzt. Philipp Wydra spielt den Ball ins Aus, aber es geht weiter für ihn. Also das ist wichtig. Verletzte sind immer schlimm. Egal auf welcher Seite. Das wünscht man niemandem. Nicht mal seinen schlimmsten Feind. So, das Spiel läuft ganz langsam runter. Lang kriegt nochmal die gelbe Karte anscheinend. Anscheinend hat er hier den Wechsel, die ihm auf die Schnauze gehauen. Hartes Einsteigen, oh Gott, da hat er sogar noch ein Messer an Rot vorbeigekommen. Wäre ja noch schlimmer gewesen. Perfekt, eine Minute Nachspielzeit. Passiert einfach gar nichts mehr. Beide Mannschaften haben einfach gar nichts mehr gemacht. Und ist der Schlusspfiff da? Konterchance für 1860 München. Joaquin läuft ganz allein auf Kretschmer zu. Schießt. Oh. Da hat er sich selber nochmal belohnt. Also das war sein Spiel, auf jeden Fall. Den hat man in der ersten Halbzeit, hat man alle Aktionen von ihm gesehen. Und da hat er sich jetzt nochmal selber belohnt mit seinem Doppelpack. Er hat das 1-1 gemacht und das 2-1. Und das 3-1 hat er, glaube ich, vorgelegt, ne? Wenn man jetzt nochmal zurückgeht. Ja. Das war sein Game. Das war sein Game. Dieser Sieg geht auf seine Kappe. Obwohl Wydra Spieler des Spiels ist. Läuft hart. Wir haben 12:1 Chancen. Wir haben klar gewonnen. Mussten wir auch. Die hatten eine Chance und die haben sie direkt reingemacht. Keine Ahnung, wie Redondo den reingehauen hat. Aber er ist drin. Dann gucken wir mal. 1860 München gewinnt 3-1 gegen Kaiserslautern. Also wir gewinnen 3-1. Waldhof Mannheim 2-1 gegen Meppen. Türkische München einfach 7-2 gegen Wien Wiesbaden. Beste Leben. Dynamo Berlin 1-1 gegen Regensburg. Hallischer FC 0-3 gegen Saarbrücken. Viktoria Köln 0-3 gegen Zwickau. Würzburger Kickers 0-1 gegen Magdeburg. Dortmund 2. 2-0 gegen Hoffenheim 2. Dynamo Dresden 2-2 gegen Bayern München 2. Freiburg 2. 1-2 gegen Rot-Weiß Essen. Ja, es macht sich. Wir bleiben bei 11 Punkten. Und aktuell sind wir 13 Punkte vor Bayern. Das ist auch schön. Das ist auch schön. Ja, ja, damit kann ich leben. Es sind noch 17... Nein, was laber ich? 15 Spiele sind noch zu spielen. Und wir sind aktuell mit 11 Punkten vorne. Spieltagstatistik. Wir gucken mal. Wydra zum 6. Mal nominiert nach 23 Spieltagen. Ferrei auch zum 3. Mal. Spieler des Tages ist sogar Philipp Wydra. Dazu kann man nur sagen GG. Und hier würde ich die heutige Folge beenden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen mit diesem sensationellen aufgerundeten 8:2 Sieg gegen diese beiden Mannschaften mit 8:2 Toren, würde ich mich für heute verabschieden. Wie schon gesagt, ich bedanke mich nochmal bei euch fürs Zuschauen. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Ansonsten sehen wir uns nächstes Mal. Haut rein und ciao! Ich
Ich weiß, dass sie wissen, ja, ich habe keine Zeit. Mache immer weiter, denn ich fühle diesen Vibe. Viele wollen connecten, weil sie wissen, wer ich bin. Aber ich habe kein Interesse, weil ich nicht weiß, wer sie sind. Aber lass